Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Social Media Agentur. In diesem Video stellen wir euch drei neue Features von Instagram vor, mit denen ihr zum Beispiel einen Story-Rückblick zum Jahresende posten oder euer Instagram-Profil auf eurer Webseite einbetten könnt. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. In einem Reel, das Adam Mosseri auf Instagram teilte, kündigte er drei neue Instagram-Features an, von denen wir euch eines schon in einem anderen Video vorgestellt haben. Die erste neue Funktion, die der Head auf Instagram vorstellt, heißt Playback. Mit dieser können User zum Jahresende ihre Lieblingsstories von 2021 erneut mit ihren Freunden und Followern teilen. Mosseri sagte in seinem Video, dass sie bei Instagram etwas erschaffen möchten, mit dem User ihre Lieblingsmomente von 2021 erneut als eine Art Jahresrückblick teilen können. Die zweite Funktion, die er vorstellte, ist das neue Reels Visual Replies Feature. Mit diesem Feature können User mit einem Reel auf Kommentare antworten. Wie genau das Feature funktioniert, könnt ihr in unserem Video dazu nachschauen. Diese Funktion wurde gelauncht, damit Creator noch persönlicher mit ihrer Community in Kontakt treten können. Das letzte Feature, das Mosseri in seinem Video vorstellt, heißt Profile Embed. Dieses Feature ermöglicht es, dass User ihr Profil auf einer Webseite einbetten können. Bisher war es nur möglich, einzelne Beiträge auf einer Webseite anzuzeigen. Jetzt lässt sich ein ganzes Profil in einer Miniaturansicht einbetten. Dieses Feature könnte nicht nur für Creator oder Fotografen vorteilhaft sein, denn auch Brands könnten in Zukunft Accounts von Influencern, mit denen sie zusammenarbeiten, auf ihrer Webseite anzeigen. Die Verlinkung von Profil und Webseite könnte außerdem eine stärkere Verbindung zwischen Social Media und Homepage schaffen. Vorerst wird dieses Feature in den USA ausgerollt. Sollte es dort gut ankommen, wird es nach und nach sicher auch weiter ausgerollt werden. Was haltet ihr von den neuen Features? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne direkt an die Experten von eBakery wenden. Viel Erfolg wünscht euch, euer eBakery-Team.